Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen in diesem Video hier der Frage auf den Grund gehen, ob der sogenannte exquise Erdbeerkäse wirklich eine Vitaminquelle ist und wie viel Frucht da wirklich drin ist. Denn ihr habt es vielleicht gesehen und schon mitbekommen und ja, ich bin ein bisschen spät mit diesem Video. Bei Frauentausch hat Nadine, ich habe das jetzt auch nur gelesen, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, denn sorry, ich gucke keinen Frauentausch. Ich habe, glaube ich, die allererste Staffel mal 2, 3 Folgen gesehen, das war witzig, aber dann irgendwann wurde es nur noch zu RTL 2 mäßig. Es wurde halt gesagt, dass das dann eben jetzt hier als Vitaminquelle gilt oder gesund ist, weil ja Früchte drin sind. Und naja, ich sag mal, streng genommen stimmt das vielleicht doch irgendwo. Das werden wir uns gleich anschauen. Doch, wir werden uns nicht nur den Erdbeerkäse anschauen. Wir werden das Ganze ergänzen. Und zwar durch den Ananas- und Mangokäse, den ich hier auch noch habe. Und damit das Ganze komplett ist, Thema süße Frischkäse, der Buko-Ananas-Käse. Also wir haben hier irgendwo einen Vergleich. Ananas-Mango. Zwischen den beiden Marken und dann eben dem berühmten Erdbeerkäse. Wir schauen uns alle drei Produkte an, was drinsteckt und wie gesund sie wirklich sind. Oder auch nicht. Viel Spaß. Um es direkt vorne wegzunehmen, das hier sind sicherlich keine Lebensmittel, die man zu sich nehmen sollte, weil man jetzt die Vitamine daraus haben will oder Früchte. Also das dürfte soweit, glaube ich, klar sein. Doch wir wollen schauen, ob das denn nicht auch einfach lecker ist. Denn zumindest gibt es von Buko den sogenannten Buko India, der auch so eine fruchtige Note hat. Und das ist mein persönlicher Lieblingsfrischkäse. Von diesen dreien hier kenne ich nur den habe ich schon mal probiert. Die hier kenne ich nicht, von daher wird das auch für mich jetzt interessant, wie diese Produkte denn hier schmecken. Wir fangen aber an mit diesem hier, mit sorgfältig ausgewählten Erdbeeren. Und damit kann man sagen, ja, zumindest wenn man hiervon etwas isst, nimmt man auch Frucht zu sich. Das ist ein Fakt. Es kommt natürlich aber auch immer auf das Maß an. Und das wird vermutlich nicht sehr viel sein. Wir haben Frischkäse, wir haben Zucker drin und dann kommt eine Fruchtzubereitung von 5,5%, in der 40% Erdbeeren drin sind. Dann kommen noch zuckerfärbende Pflanzenkonzentrate und so weiter und so weiter. Sprich, von 5,5% sind 40% Erdbeeren. Das heißt, wir haben ungefähr, ich sag mal, 2,5% Erdbeere insgesamt in diesem Produkt, sogar ein bisschen weniger und damit nicht sonderlich viel. Sprich, bei 200 Gramm ist das dann, ja, jetzt muss ich erstmal rechnen, machen wir kurz Pause. Ich habe gerade realisiert, dass es ziemlich einfach ist, aber wenn man ein Video macht und gleichzeitig rechnen muss, quasi vor laufender Kamera, dann vertut man sich manchmal. Also ungefähr 5% müssten sein, 5 Gramm Erdbeere und das ist vielleicht eine Erdbeere oder sowas, also wenn überhaupt, oder eine halbe Erdbeere oder sowas. Und ansonsten ist da noch Zucker drin, ein bisschen Butter, aber das ist dann hier eher wenig vernachlässigbar und Verdickungsmittel. Hier habt ihr die Nährwerte, es ist ganz klar einfach ein Frischkäse mit ordentlich Fett drin und eben auch Zucker, damit das Ganze halt süß wird und dann eben dieser Erdbeerzubereitung. Die rote Farbe, wie gesagt, auch von färbenden Pflanzenstoffen. Wir schauen es den hier einmal an, probiert wird gleich natürlich auch. Und so sieht er aus. Und ich muss sagen, ich finde, er sieht ehrlich gesagt recht lecker aus. Ja, also irgendwie hat es was. Ich persönlich bin ein Freund davon. Und es riecht wie Fruchtzwerge. Es riecht wie Fruchtzwerge. Wir schauen uns die Sorte Ananas-Mango an. Eben dann auch eine süße Sorte. Und wenn wir mal vergleichen, geht das hier vom Zuckergehalt tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Wir haben hier auch Frischkäse, Zucker, genau wie bei dem anderen. Butter ist jetzt hier noch zugesetzt. Sehr geil, muss ich sagen. Und dann haben wir aber Ananassaft zugesetzt aus Konzentrat. Dann ist auch noch Orange drin. Mangomark ist drin, 0,5%. Also auch hier der Fruchtgehalt insgesamt nicht sonderlich hoch. Stärke, Kiwimark, warum auch immer. Vielleicht so ein bisschen das noch gelb färben, könnte ich mir vorstellen. Verdickungsmittel sind dann hier auch drin. Und auch hier habt ihr ähnliche Nährwerte. Da bin ich schon sehr gespannt und habe ich noch nie probiert. Eure Meinungen zu diesen fruchtigen, süßen Frischkäsen bitte gerne einmal in die Kommentare. Und da sieht dem Exquisa halt ja, so ziemlich ähnlich aus, nur dass er gelb ist. Boah Leute, das riecht richtig gut. Jetzt kommen wir zum Buko India, eine andere Marke. Ne? Auch 200 Gramm sind hier drin. Hier haben wir hier die Nährwerte. Die sind ähnlich, bisschen weniger Zucker. Aber was heißt bisschen? Doch deutlich weniger Zucker, 9,9 Gramm Zucker. Hier haben wir drin gehabt 13,8 und hier waren es ungefähr 15, 16 oder so. Fettgehalt aber ähnlich an der Stelle. Kleines bisschen weniger, 20, da hatten wir 22. Die Zutaten haben wir hier. Frischkäse, 13% Ananas und Ananassaftkonzentrat, Puderzucker, Speisesalz. Also ganz klarer Sieg für Buko. Weniger Zutaten, wie man sie vielleicht auch zu Hause benutzen würde. Man hat einen Frischkäse, man macht Ananas rein und zwar ordentlich Ananas und Ananassaftkonzentrat und ein bisschen Puderzucker. Okay, also ganz klar hier der Sieger, was die Güte der Zutaten angeht. Das muss man ganz klar hervorstellen. Wollen wir mal sehen, wie der aussieht. Huch, oh shit. Oh nein, ich hasse sowas.
Oh nee, und jetzt reißt es gleich so in einen, so einem Faden durch oder so. Oh nein, ich finde es so schlimm. Okay, der sieht auf jeden Fall ein bisschen nasser aus. Ja, er ist auf jeden Fall ein bisschen nasser. Vorher noch kurz ein Blick auf die Konsistenz. Also ich habe das gerade wahrscheinlich schon gesehen, der Exquisa, der ist auf jeden Fall deutlich fester. Also man kann da quasi richtig so reinschneiden, durchziehen. Also der ist recht stark abgebunden. Bei dem wird es ähnlich sein. Und der Buco, ich kann es aus Erfahrung sagen, der ist deutlich flüssiger, nasser. Man kann natürlich auch so ein bisschen reinschneiden, aber ihr seht, das ist nicht ganz so scharf umrissen. Also hier hat man auf jeden Fall eine deutlich cremigere Konsistenz. Wie gesagt, so ein bisschen nasser. Man sieht ja auch ganz klar, dass hier wirklich mehr so grobe Strukturen drin sind, die dann halt irgendwo von deutlich mehr Ananas auch kommen. Das Wichtigste ist natürlich der Geschmack, denn wie gesagt, man sollte sich das jetzt nicht wegen den, keine Ahnung, 2% oder 3% Erdbeere oder Ananas oder sowas kaufen. Also vom Geruch muss ich aber sagen, der Exquisa riecht abartig gut. Er riecht wie ein Fruchtzwerge-Erdbeere in konzentrierter Version. Und ja, ich fresse ihn jetzt pur und er schmeckt ziemlich gut. Also ich finde es sehr lecker. Wenn ihr wisst, wie ein Fruchtzwerge-Erdbeer schmeckt, dann wisst ihr, wie das hier schmeckt. Nur cremiger, reichhaltiger, voller. Von der Süße schmeckt schon recht süß, ist es aber nicht irgendwie unangenehm süß. Einfach mal statt mit dem Eis, einfach mit so einer Packung Exquisa auf eine Couch setzen und auslöffeln. Er schmeckt richtig gut. Man merkt, dass er sehr fest ist und abgebunden, aber er ist gleichzeitig cremig und wirklich sehr, sehr vollmundig. Also schmeckt mir sehr gut. Jetzt die Sorte Ananas, die ich noch nicht kenne, ist besonders cremig gerührt. Sieht, also ist ja jetzt eher so stichfest, also ne? Cremig gerührt, ja, weil wenn man ihn dann so, ich sag mal, so gegen den Gaumen drückt, dann kann man merken, wie er cremig ist, vollmundig, aber so ist er hier natürlich nicht cremig, sondern sehr feste. Boah, der ist aber auch geil. Der schmeckt dann wie ein Fruchtzwerg. Gibt es Fruchtzwerge-Ananas? Also rein vom Geschmack ist er halt, also von der Konsistenz sehr ähnlich. Ananas-Geschmack ist so, was soll ich sagen, also man schmeckt es deutlich, ist aber auch so ein bisschen Aroma, also man merkt, dass da Ananas-Aroma drin ist, bei dem Erdbeer merkt man es auch, aber ich finde irgendwie, zumindest meinem Empfinden nach, merkt man es bei dem Ananas mehr. Ist überhaupt Aroma drin? Ja, ich musste sicher gehen, dass ich es mir nicht nur einbilde, aber ich finde, da ist irgendwie Aroma drin, aber auch der schmeckt mir verdammt gut. Mango kriege ich jetzt nicht so mit. Nee, also ich finde, Ananas ist da schon am stärksten. Wow, ich befürchte, den werde ich mir auch öfter kaufen müssen. Was heißt, ich befürchte? Er ist echt gut. Jetzt schauen wir mal, was der Buco Ananas kann. Weniger Zutaten, ganz basic. Ne? Nochmal kurz im Vergleich, Exquisa Ananas. Zucker, Butter, Ananas, Maracuja-Saft, Konzentrat, modifizierte Stärke, nochmal Milch, Eiweiß, Aroma, Verdickungsmittel. Und so weiter und so weiter. Und hier beim Buco hatten wir halt lediglich Frischkäse, Ananas, Ananassaftkonzentrat, Puderzucker und Speisesalz. Und Puderzucker wohlgemerkt auch an späterer Stelle, was bedeutet, dass wir hier wirklich viel Süße durch die Ananas selbst haben. Ein ganz, ganz großer Unterschied. Der hier schmeckt deutlich, deutlich, deutlich frischkäsiger. Die hier schmecken hauptsächlich cremig, vollmundig. Aber nicht dieses typisch leicht säuerliche, auch käsige. Das hat kaum noch käsige Note, der Exquisa. Der hier schmeckt ganz eindeutig käsig. Und was ebenfalls ganz eindeutig auffällt, ist, der schmeckt deutlich weniger süß. Boah, aber der ist auf seine eigene Art sehr lecker. Wer Buco kennt, der hat einen ganz eigenen, sahnigen Geschmack. Man hat hier richtig so Fruchtstücke drin. Wenn man drauf beißt, dann hat man richtig so, ja, wie man es auf Fruchtfleisch drauf macht, so richtig Knack, sage ich jetzt mal. Der schmeckt würzig, also er ist auch vom Salzgehalt, haben wir hier 0,8, bei dem hier haben wir 0,1. Der schmeckt deutlich salziger, der schmeckt wirklich würzig, leicht süß und auch nicht ganz so krass nach Ananas, es ist aber auch kein Aroma drin, also, boah, boah Leute, ebenfalls sehr geil, also, ich kann euch alle drei empfehlen. Sie sind alle drei fantastisch lecker. Also wirklich richtig, richtig gut. Man kann die beiden aber wirklich nicht miteinander vergleichen. Das hier ist ein würziger Frischkäse mit leichter Ananasnote und
leicht der Süße. Und das hier ist eine Süßspeise irgendwo. Also das kann man als Dessert, als Ananascreme in ein Schälchen machen und den Leuten als Dessert hinstellen. Und das hier kann man sich auch auf ein Brötchen, das kann man auch drauf schmieren. Aber das ist wirklich eher so ein würziger Frischkäse, wo man dann tatsächlich selber noch mit irgendwie ein bisschen Marmelade oben nachsüßen könnte oder ähnliches. Also wirklich ganz, ganz großartig. Alle drei Produkte, aber ganz eindeutig müsst ihr die beiden selber mal probieren und dann entscheiden, was für euch besser schmeckt. Würzig, komplette Süßspeise. Es ist erstaunlich, wie groß die Unterschiede sind, auch wenn die Packung etwas Ähnliches sagt. Eure Meinung zu diesen drei Produkten dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, ob ihr sie probiert habt. Von mir gibt es wirklich eine eindeutige Empfehlung für alle drei. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.